Welche Beschwerden hatten Sie? Die größten Beschwerden machten mir permanente Blutungen, die ein halbes Jahr lang angehalten haben. Sonst hatte ich noch ein Druckgefühl im Oberbauch, also teilweise auch krampfartige Schmerzen, verstärkter Harndrang. Ja, das war's eigentlich. Wie lautete die Diagnose Ihres Arztes? Also mehrere Myome und das größte davon annähernd 10 cm und wurde bislang dann mit einer Hormontherapie versucht in den Griff zu bekommen. Wie haben Sie von alternativen Behandlungsmethoden erfahren? Aus meiner Tageszeitung, aus der Lübecker Nachrichten. Und auch noch in Gesprächen, also vorher hat mich der Gynäkologe noch über die Embolisation aufgeklärt. Das ist ja auch eine andere Behandlungsmethode noch, von der er aber auch abgeraten hatte. Wie sind Sie dann vorgegangen, um MR-HIFU als Therapie zu erhalten? Nachdem ich das in den Lübecker Nachrichten gelesen habe, habe ich mich an Professor Dr. Barkhausen gewandt, habe ihm eine E-Mail gesandt und ihm meine Sache geschildert und gefragt, ob es in Frage kommt, und hatte gleich am nächsten Tag von ihm Antwort. Wie sah dann die Finanzierung aus? Dann habe ich mich mit meiner Krankenkasse in Verbindung gesetzt und die wollte das ablehnen, weil sie gesagt haben, es gibt ja auch andere Methoden, eben die OP. Und dann bin ich aber am Ball geblieben und habe also ein halbes Jahr benötigt, um das dann durchzukriegen. Es ist aber als Einzelentscheidung bei mir entschieden worden, weil ich ein schwerbehindertes Kind habe. Welche Erfahrungen haben Sie während der Behandlung gemacht? Also in den Spitzen hat es teilweise wehgetan, dafür hatte ich aber einen Notausknopf und das waren wirklich immer nur ganz kurze Sequenzen. Und 5 Stunden liegen ist natürlich ein bisschen mühsam, aber nach der ersten Zeit so dämmert man so irgendwie dahin und macht es mit. Welchen Erfolg hat die Handlung gebracht? Hat sie Ihre Ziele erreicht? Ziele voll erreicht. Also sofort nach der Behandlung hatte ich keinerlei Beschwerden mehr bis zum heutigen Zeitpunkt. Es ist 8 Wochen her und es ist nichts mehr von dem aufgetreten. Das heißt, Sie mussten nicht im Krankenhaus bleiben, sondern konnten sofort aufstehen und nach Hause gehen? Ich konnte sofort aufstehen, nach Hause gehen. Ich wurde noch gebeten, volle Abbögen auszufüllen. Das habe ich dann getan. Und dieser Zeitraum hat eigentlich schon ausgereicht, um mich zu erholen. Und dann konnte ich das Krankenhaus sofort wieder verlassen.